So. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dem ersten Video LS19. Ja, ihr habt es schon im Livestream gesehen. Ich habe vorher auch schon mal ein Video gemacht gehabt, was natürlich nicht hochgeladen wird. Ach, also, Never Play on Patch Day passt auf jeden Fall auch zum LS19. Leider Gottes. Ich habe mir gedacht, hey, komm, machst du jetzt mal ein Video, wie du hier zumindest das Gras mal kurz zusammenschwadest. Und siehe da, das Ding habe ich gefunden, läuft mit 35 PS. Cooles Ding. Also, cool. Sollte eigentlich mit jedem Traktor theoretisch funktionieren. Und zwar, den musst du nicht einschalten. Der läuft automatisch. Sehr schön. Ja, ich fange jetzt einfach mal an zu schwadern. Dann können wir uns das Ganze mal angucken. Ich kannte ihn nicht. Also, wenn der jetzt aus dem Kuhn-DLC ist, ja, dann habe ich was verpasst. Aber ich kannte ihn gar nicht. So. Da vorne ist auch schon jemand am Pflügen. Helfer natürlich, klar. Jetzt habe ich die kleine Schwatter noch verpasst. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier trotzdem noch irgendwie alles halbwegs mitnehmen. Ich habe hier einfach mal ein bisschen losgeschwadet, weil der nämlich mir alles da vorne weggemacht hat. Deswegen läuft jetzt auch gerade der Häcksler, genau. Der Helfer. Weil eigentlich wollte ich halt pflügen und mit euch ein bisschen über den LS19 quatschen, aber jedes Mal, wenn ich drüber gefahren bin, hat er die Schwatte kaputt gemacht, beziehungsweise das Gras einfach weggenommen. So. Sehr schön. Also, das ist ein cooles Gerät, das kann man jetzt nicht anders sagen. Ja, jetzt hätte ich da unten noch die Schwatte mitnehmen können, egal. Jetzt habe ich gar keine Schwatte mitgenommen. Weil ich mich nicht entscheiden konnte. Oh, zu früh, zu spät. Eieiei. Naja. So. Überall so ein paar Reste am Liegen. Gut, das kriegen wir gleich im Ladewagen hin. Ich habe jetzt auch schon einen kleinen Kredit aufgenommen. Ich werde bis 200.000 Kredit erstmal gehen. Ich denke mal, das sollte passen. Ein paar Geräte haben wir ja schon. Wir haben noch keine Gebäude. Die Kartoffels vom Anfangsfeld haben wir auch schon runtergenommen im Livestream. Das war auch so eine Sache. Danach war ich einfach K.O. waren jetzt insgesamt 4 Stunden Spielen, die ich jetzt auf der Karte verbracht habe. Aber wie gesagt, also das hat mich echt irgendwie umgehauen. Die Kartoffeln da. Das ist schon komisch. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin seit gestern 3 Uhr wach gewesen. Und dachte ja, komm, machst du zumindest noch einen Start-Livestream um 20 Uhr. Hast ja Zeit danach am nächsten Tag, weil heute nichts mit Arbeit und so. Also schon Arbeit, aber kein LKW fahren. Lass mich kurz durch. Sehr schön, sehr schön. Doch, das Ding, das kann was. Ohne Witz. Sorry. Ich weiß, Sonnenblümchen. Ich lasse stehen. War jetzt keine Absicht. Fruchtzerstörung ist übrigens an. Nur so am Rande. Also nicht wundern, das war jetzt, glaube ich, wie ich, oder würde ich mal behaupten, Glück, dass ich das da nicht kaputt gemacht habe. Ich habe, glaube ich, doch noch einen Tacken zu, oder einen Tacken, also früh genug eingelenkt, dass ich das da nicht kaputt mache. So, jetzt gucken, dass wir jetzt hier eine schöne Schwatte wieder hinlegen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Komm, wir fahren jetzt einfach mal. Ich habe einen Frosch im Hals, nicht gut. So, zusammenklappen. Wir fixen mal ganz kurz den Frosch. Also ich trinke mal kurz was, Sekunde. So, jetzt. Ja, der Mähbalken ist auch schon im Einsatz gekommen, habe ich auch im Livestream gezeigt. Ziemlich cooles Teil, ohne Witz. Also da war ich ja hin und weg, als ich das Ding gesehen habe. Vor allem, wie riesig der ist. Bei dem Schwatt bin ich ehrlich gesagt auch hin und weg und wusste gar nicht, dass es sowas gibt oder gab.
Ist auf jeden Fall ein Kuhngerät, also ich gehe mal davon aus, das war auch ein Kuhn-DLC. Ich habe es dann wirklich einfach nur verpennt. Passiert. Aber wie gesagt, also ich wusste es echt nicht. Schönes Teil auf jeden Fall. Ja, ausklappen ist nicht so cool. Gut, haben wir das nämlich auch erledigt. Ich bin mal gespannt, was wir mit dem jetzt gleich hier machen müssen. Auch eine ganz coole Neuerung. Ich habe noch gesagt, ja, dann holen wir uns eine Spritze und einen Düngerstreuer. Dann können wir halt zumindest Unkraut bekämpfen, Dünge streuen. Und dann hole ich noch einen zweiten Düngestreuer, damit wir dann noch Kalk machen können. Und wie ihr seht, stehen hier Big Packs. Ich habe den Düngerstreuer befüllt komplett, bin damit übers Feld geheizt, habe den hier abgestellt und dann sagte mir irgendjemand, ja, warum willst du einen zweiten kaufen? Und man kann den Dünger raustun. Aus dem Düngerstreuer geht... Also es geht jetzt, dass man aus dem Düngerstreuer den Dünger rausschmeißt und dann kriegt man halt wieder Big Packs. Was meines Erachtens eine richtig gute Neuerung ist. Also ohne Witz, das ist richtig nice. So, jetzt tappe ich natürlich auch nicht durch. Wir laufen mal schnell rüber. Also die ganzen Grassachen müssen wir einsammeln. Es ging jetzt erstmal nur darum, dass wir nicht das ganze Gras da kaputt machen. So. Die Kollegin ist schon ordentlich weit gekommen. Kann man es nicht anders sagen. Ja gut, man muss auch dazu sagen, er hat vielleicht 8, 9 Streifen gemacht. Den ganzen Rest davor habe ich gemacht. Das war auch lustig. Ich habe angefangen. Stopp. Ich habe angefangen, das Feld halt quasi abzuernten. Und mit meinem Abernten hat er dann plötzlich angefangen mit dem Unkraut. Also quasi schon beim Abernten. Das war auch sehr, sehr fix. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil wegen Wachstum fix und so. Also hoffe ich zumindest mal. Ansonsten kann ich mir das ehrlich gesagt nicht so ganz erklären. Die Jungs waren auf jeden Fall ziemlich fix, was das Unkraut anging. Zeit ist, wie jetzt auch, auf 1. Also, ich komme da echt nicht so wirklich gut hinterher. So, jetzt zeige ich euch mal das Schätzchen von innen. Ohne Witz, die Standardtraktoren gefallen mir richtig gut. Einziges Problem ist halt jetzt zum Beispiel bei dem, sieht man es auch wieder. Blinker, wozu? Ne? Ich sehe den Pfeil da oben links in der Ecke. Aber da ist nichts. Schade drum. Aber ansonsten gefallen mir die echt gut. Also die sind wirklich schick. Jo, was gibt es noch zu sagen? Ich weiß, Whitey hat mir auch schon gesagt gehabt, Flügen brauchst du eigentlich gar nicht, nimm einen Tiefenlockerer und dann ist gut. Aber ich mache das Ganze mit Tiefenlockerer und Co. auf der anderen Karte, also auf der Ravenport. Hier will ich so richtig mit Flügen und Kreiselegge danach und Säen und alle Düngestufen und so ein Krempel und richtig Gas geben. Wir werden ja auch mit Sicherheit nicht so viele Felder haben. So ein bisschen für die Grundbedürfnisse. Wir haben bei 0 angefangen. Grundbedürfnisse heißt, hier die 3 Felder, da unten noch 2 Felder. Ich sag mal 5, 6, maximal vielleicht 8, 9 Felder werden wir haben später. Dann ist aber auch gut. Und ich hoffe, dann werden wir auch eine andere Karte spielen, schon. Also, ich habe jetzt keine Lust, mein komplett LS19 nur auf den Standardkarten zu verbringen. Da spoilere ich jetzt auch noch nicht. Könnte sein, dass es da eventuell was demnächst von mir zu sehen gibt. Aber mehr dazu dann später. Und ja, wie gesagt, also das wird auf jeden Fall ein großes Nimmerchen hier. Wie gesagt, das ist für mich als kleiner Realismuszocker sowieso eigentlich sehr angenehm so. Ich habe direkt im Hardcore-Modus gestartet. Also quasi mit nichts außer 100.000. Kein Feld, kein gar nichts, kein Haus, nichts.
Hab mir dann die Parzelle noch geholt und hab danach dann angefangen halt aufzubauen. Mir zumindest schon mal eine Werkstatt gesetzt, einen Hochdruckreiniger und das war's. Den Rest quasi nur Geräte. Ich habe noch nicht mal ein Farmhaus, also momentan heißt es wirklich 24/7 arbeiten. Aber das ist halt so. Wenn ich mal pennen möchte, kann ich im Traktor pennen. Kein Problem. Die haben ja Luftfederung, ne? Der Sitz. Das ist schon richtig nice. Also, ich muss schon echt sagen, der LS19 ist groß geworden. Wirklich. Der ist... hat viele Verbesserungen gegenüber dem 17er. Momentan muss man einfach darüber hinwegsehen, dass noch vieles nicht funktioniert. Ich zocke jetzt gerade mit Lenkrad. Viele haben Probleme mit dem Lenkrad. Ich persönlich auch. Ich hatte auch Probleme. Ich habe dreimal die Einstellung gemacht, bis es dann auch lief. Dreimal komplett alle Input-Bindings neu. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte anscheinend erst noch einen falschen Patch drauf. Ich hatte irgendwie Revision 3 von dem Patch 1.1. Jetzt habe ich den 17 und 19 und. Der läuft einigermaßen. Das ist anscheinend wirklich der Day 1 Patch dann. Gehe ich mal von aus. Ich kann immer noch nicht alle Tasten legen, wie ich es möchte. Also ich kann immer noch nicht zwei Tasten auf einen Button legen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Seitenkonsole noch den roten Knopf drücke, kann ich nicht am Stick noch irgendwie ziehen oder so und habe dann halt eine andere Belegung, wie wenn ich nur ziehe. Das ist halt ein bisschen schade, weil das war eines der wichtigsten Features im 19er, weswegen du auch so viele verschiedene Geräte mit dem Stick nutzen konntest. Ich hoffe, das kriegen die wirklich noch in den Griff, dass die da wirklich mal dran sich ransetzen und das mit der Steuerung einigermaßen wieder umsetzen. Man merkt einfach, wo das Spiel von der Steuerung her herkommt. Man darf halt nicht vergessen, dass die auch eine Konsolenvariante haben. Und bei den Konsolen ist es nun mal so, dass die Tastenbelegung fix ist und das war's. Klar kann man sich die noch umstricken, wie man möchte, aber man merkt es auf jeden Fall, dass es daherkommt. Was ich aber nicht verstehe, weil bei der Konsole hast du auch nur begrenzte Tasten und eigentlich brauchst du genau da auch dieses Feature, dass du halt zum Beispiel oben links noch gedrückt hältst und dann mit X, A, B andere Optionen hast, wie jetzt halt ohne. Auf der Gamescom haben sie das nämlich eben geschafft, da habe ich die Xbox-Version gespielt. Ich habe die PC-Version gar nicht gespielt, weil ich da gar nicht rangekommen bin. So viele Menschen, die da sich um die PC-Version gestritten haben. Und das nur, weil da ein Lenkrad dran war. War mir dann irgendwie zu blöd. So, jetzt mal gucken, ob der das mit der Feldgrenze nicht so ganz kritisch sieht. Dass ich auf dem Feld selber direkt nichts kaputt mache, ist mir klar. Aber ich hoffe doch, dass der bei mir auf dem Feld dann zumindest ein bisschen was kaputt macht. Noch meckert er nicht. Vielleicht brauche ich wirklich ein breiteres Gerät. aber wie gesagt, also das mit Parzellen ist ein cooles Feature. Gefällt mir persönlich sehr gut. Gibt auf jeden Fall auch neue Möglichkeiten. Was die platzierbaren Objekte angeht, bin ich jetzt eh noch nicht so der Fan davon, wie das jetzt da umgesetzt ist. Deswegen bin ich auch noch nicht so traurig darum, dass wenn ich im Hardcore starte, ich einfach nichts an Gebäuden habe. Da muss man einfach abwarten, was die Zukunft bringt. Das war aber auch schon in alten RS-Teilen so. Gut, wir sind fertig. Party. Iha. Die Rundumleuchten finde ich nicht so geil. Also, man sieht zwar was hier auf dem Dach, was sich da widerspiegelt, aber die Rundumleuchte selber ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich weiß es nicht. Aber gut, jedem das seine. So. Geflügt ist. Anscheinend muss ich nicht kalken. Jetzt muss ich düngen und danach kann ich säen. Testen wir das Ganze doch mal. Dann kann ich euch auch quasi zeigen, was ich meine. Machen wir die Funzel mal wieder aus. So, hier haben wir schon mal Grasbearbeitung stehen. Den einen Hänger und die Traktoren werde ich noch woanders hinstellen. Ich werde mir mit Sicherheit auch eine Halle noch holen. Jetzt als nächstes irgendwann, muss ich ganz klar sagen. So. Die Gewichte, ich persönlich finde sie cool. Sind natürlich die Standardgewichte, man kennt sie.
Aber lackierbar. Auch das hier. Das hier ist auch lackierbar. Ist auf jeden Fall eine coole Maßnahme. So, ich hätte gerne einmal den Düngerstreuer. Was die Doppeltastenfunktion bei der Seitenkonsole angeht, also dass du, wenn du eine Taste drückst, plötzlich wieder raus und reinspringst und Motor einmal startest und wieder ausgeht. Das haben sie deutlich besser hinbekommen. Also das ist nicht mehr so ganz empfindlich. Beim Kamerawechsel schon noch, beim Rest nein. Also ob es jetzt der Motorstart ist oder ob es halt eben ja, so einfache Sachen wie ankuppeln und so, das haben sie schon besser hinbekommen. Liegt aber auch einfach daran, weil jetzt eine gewisse Zeit halt erstmal vergeht, bis du, ja, 1000 müssten eigentlich erstmal reichen. Bis du quasi, was wollte ich sagen? Achso. Bis der Motor dann gestartet ist und alles, vergeht halt immer eine Zeit. Und deswegen ist das für die Seitenkonsole auf jeden Fall viel, viel angenehmer. Jetzt gucken wir mal, wo der Düngerstreuer alles hinstreut. Ich weiß zwar noch die Arbeitsbreite ungefähr, aber so richtig auch nicht. Oh, ja, okay. Moment. Man sieht ja gar nichts davon. Bringt das noch nichts? Doch, 50%. Man sieht zwar noch keinen wirklichen Schatten, oder bin ich einfach blind? So ein bisschen sieht man ja, ne? Aber auch nicht richtig. Egal. Ja, also was die Meter und so angeht, das sollen jetzt 12 Meter sein, ist das natürlich echt heftig. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Oder? Ich guck mal gerade nach, bevor ich irgendwas Falsches sage. Oh, speichern. Wo haben wir denn den Düngerstreuer? Ah, hier. 24 Meter. Sorry, nicht 12. Das heißt, das waren jetzt 24 Meter. Da sind auch schon direkt Vögelchen. Oh, die Vögelchen. Ich finde das cool. Ist ein schönes Feature. Wenn ihr sie nicht seht, seht ihr sie jetzt gleich hochfliegen. Tada! Dann wären das hier theoretisch 50 Meter. Ungefähr. Vielleicht 40, aber sagen wir mal 50. Und dann fährst du nochmal drüber und hast 75 Meter Feld. Hört sich irgendwie ein bisschen wenig an. Klar, es ist kein Riesenfeld und so, aber hört sich echt ein bisschen wenig an. Ah, jetzt sehe ich auch die Streifenkrankheit. Okay. Dann ziehen wir das hier drauf. Da, wo Gras abgemäht wurde, bin ich mir noch unsicher, was ich da mache, was ich da hinklatsche. Also sagen wir mal vielleicht 80 Meter Feld insgesamt, so im Groben. Auch nicht hundertprozentig, aber sagen wir mal 80 Meter Feld haben wir hier. Das ist halt schon irgendwie, naja. Ne, ob das jetzt so realistisch ist, da ist auch ein Stück nicht gepflügt, sehe ich gerade, oder? Moment, das haben wir gleich. Ich hätte von Anfang an einfach mal drüber fahren sollen und gucken sollen. Der Helfer bitte. Also das können wir ja mal zählen. Helferspur, wo bist du? Hier. 1, 2. Das Ganze quasi doppelt, wären 4. 1, 2. Ha. 3. Also 6 Spuren hat er geschafft. Dann kann man das irgendwie schön sehen. Tja. Gas geben. Gib Kante. Ich weiß auch, woran es liegt, dass ich jetzt gerade nichts sehe. Aber das ist nicht schlimm. Also, im nächsten Step sammeln wir das Gras ein. Schmeißen auf jeden Fall noch da vorne die Saatgutkombination an. Machen das Ganze auch per Hand. Zumindest ein Teil davon. Da vorne liegen Rübchen. Ich hatte die Wahl zwischen Rüben und Kartoffeln. Hier links waren erst Kartoffeln drauf. Man sieht, wie lange ich gebraucht habe für die Rübchen. Mittlerweile sind schon Sonnenblumen fertig. Ja, ne? Ich war Fan davon, von beiden. Boost. Und von daher ist es dann jetzt einfach so geworden, wie es jetzt ist.
Das Vogelfeature ist nice, richtig nice. Die Sounds sind nice, richtig nice. Auch die Maschinchen hören sich richtig gut an. Was die Tastenbelegung angeht, beim LS19 ist es ein Drama. Ich hoffe, das wird noch irgendwie besser. Ich weiß nicht, was für einen Fokus die auf so Sachen setzen. Aber viele Spieler wünschen sich ein spielbares Spiel. Das ist nicht so spielbar aktuell. Weil zu viel Probleme, zu viel Ärger. Und wie gesagt, ich kann wirklich nur hoffen, dass Giant sich hinsetzt und das Ganze versucht. Mehr kann ich nicht hoffen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und hoffe, dass wir im 19er doch noch irgendwie ein bisschen Spaß hinkriegen. Und wie gesagt, das Panorama, was man hier auf der Karte hat, mega. Richtig schön. Nicht da, wo der Starthof ist, aber alles andere schon. Macht es gut. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.